Servus, Kameraden, willkommen zurück zu WOT. Ich bin Keule und im Zug unserer kleinen Serie oben an der Spitze auf dem Weg zum Kranwagen geht es heute um den Stufe 9er der schwedischen Streitkräfte und zwar um den Heavy und das ist der Emil 2, der hier. Sieht dem Kranwagen schon recht ähnlich. Der Kranwagen ist, glaube ich, noch ein kleines bisschen kleiner sogar und ich habe noch nicht die originale, also die beste Kanone drauf, sondern noch die vom Emil 1. Wird noch ein bisschen brauchen, bis ich die erforscht habe, denn ich will 65.000 Erfahrungspunkte haben. Und dann muss ich mich noch ein ganzes Stückchen strecken, gell? Wenn man ein paar Booster laufen lässt, geht es normalerweise. Kann man sich den Kranwagen bzw. alles, was dazugehört, recht leicht frei forschen. Aber man müsste halt auch ein bisschen Zeit haben. Und die ist, wie ihr alle wisst, bei mir ein bisschen knapp. Trotzdem werde ich ja mein Bestes tun. Die Crew habe ich jetzt, sagen wir mal, auf einem Anfängerlevel eingepegelt. Ich habe ein paar von diesen Besatzungsbüchern da investiert, dass die ein bisschen besser werden. Es ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe als erstes auf Reparatur gesetzt bei dem beim Richtschützen und beim Fahrer. Und den Kommandanten habe ich irgendwo hergeholt aus irgendeiner Mission. Ich habe immer noch fünf von diesen Leuten da übrig. Also die werden wahrscheinlich den Kranwagen, werden wahrscheinlich nochmal eine komplette Top-Crew reinsetzen und die dann noch ein bisschen hochziehen. Aber der hier hat am Anfang schon als nullten Perk die Waffenbrüder gehabt, die ich jetzt bei den anderen ebenfalls erforsche. Und dann kam Speer noch mit dazu und Reparatur kam noch oben drauf. Ja, so sieht das Ganze aus. Gehen wir uns mal das Fahrzeug als allererstes angucken und danach werden wir mal zwei, drei Runden fahren. Gucken, ob ich mit der eher schwächeren Kanone ein bisschen was leisten kann. DPM ist etwas besser, aber der Durchschlag, dafür reicht es halt nicht. Wenn ihr gegen Zehner antreten müsst, da ist Premium, viel Premium-Munition leider Pflicht, wenn ihr die große Kanone noch nicht drauf habt. Also, wir haben immer noch die 105 mm Kanone drauf mit 360 Durchschlag. Die Originale ist ein 120er, die hat 440 Alpha-Schaden. 252 Durchschlag, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Gucken wir mal. Also 440 Alpha-Schaden, 530 bei HE, 252 Durchschlag auf Standard, nur 300 Durchschlag auf Premium-Munition. Das ist nicht so dolle, aber man kann, wenn man recht vernünftig zielt, und das muss man mit der Kiste ja sowieso, da glaube ich, ganz gute Ergebnisse erzielen. Drei Granaten wieder im Magazin und wir haben eine Nachladezeit von 3 Sekunden im Clip, also in Clip Reload sind 3 Sekunden. 25 Sekunden fürs vollständige Nachladen eines Satzes und eine 2555er DPM auf Standard. Eine Streuung von 0,38 ist okay und 2,8 Zielerfassung ist ebenfalls ganz in Ordnung. Das Ganze kann man natürlich noch ein bisschen nach oben ziehen, wenn man das Fahrzeug richtig ausstattet. Man sieht es, die Kette fehlt mir ebenfalls noch, also den Rest habe ich. Das, was Standard ist, was sowieso gab. Aber das, ja, damit muss ich erstmal klarkommen. Es geht aber. Man kann damit auf jeden Fall fahren. Wenn es gegen 10er geht, sieht man halt immer so schlecht aus. So ist es leider. So, Strukturpunkte 1700. Wir haben eine Turmpanzerung von 215. Noch dazu diese Schräge. Gehe ich mal von aus, dass wir hier bei 260, 270 mm Panzerung sind. Ich würde auf jeden Fall vermeiden, dass der Gegner, wenn er gegen euch spielt, in eine höhere Stellung kommt, beziehungsweise in eine Vorhangstellung, dass ihr in einer sogenannten Vorhangstellung seid und der Gegner gerade ein bisschen besser drauf schießen kann, denn je gerader dieser Winkel ist, desto eher habt ihr diese 215 mm Panzerung und dann schießt euch wirklich jeder durch, teilweise Achter mit Standardmunition. Und das will ja keiner. Ja? Wir haben nur 60 mm an der Seite, das heißt, die Seite würde ich auf jeden Fall verdecken und 30 mm hinten, da schießt euch jeder durch, der was Größeres hat als eine Steinschleuder. Von daher auf jeden Fall so eine Sache meiden. Wir haben eine Wammpanzerung von 80 mm frontal. Auch wenn die hier vorne so angewinkelt ist, fast wie eine Delta-Panzerung. Die Wanne oben wie unten immer verdecken. Ansonsten schießt euch da ebenfalls jeder durch. Das ist eine absolute Schwachstelle. An der Seite von der Wanne haben wir 60 mm und auch hinten 30 mm. Also ebenfalls eine Seite, die man verdecken sollte. Zum Sidescrappen ist sie nicht unbedingt geeignet. Der große Vorteil hier ist, ihr habt eine relativ lange Kette und einen recht niedrigen oder eine recht niedrige Wanne. Das heißt, dieser einzige Streifen, den wir hier haben, der ist im Grunde das 60 mm Stück, wo man reinschießen kann. Und die ist nicht ganz so einfach zu treffen.
Von daher geht Sidescrappen, wenn ihr es direkt über die Kette macht, manchmal eben doch. Ne? So sieht's aus. Was haben wir noch? Ja, wir haben leer wieder nur 38 Tonnen, also mit dem schweren Panzer. Da stelle ich mir eigentlich was anderes vor. 38 Tonnen, da gibt es Mediums, die auf dem Level fahren, hatten wir aber letztens schon. Und wir haben hier 600 PS drin, also endlich mal einen vernünftigen Motor. Hat aber nichts zu bedeuten, denn mit 60 km Höchstgeschwindigkeit, die erreicht man wirklich nur mit bergab und Rückenwind und eine Kneipe in Sicht. Ansonsten sind die 60 nicht ganz so einfach zu erreichen. Ich habe hier noch ein Turbo eingebaut, man sieht's. Und eine Lüftung als erstes und natürlich ein Sichtsystem, damit ich mich ein bisschen wehren kann gegen äußerst böse Gegner. Jo, Sichtweite 438 Meter mit Sichtsystem aktuell. Ich habe natürlich noch nicht die beste Crew drauf, aber der Kommandant hat zumindest schon mal Speer und kriegt dann später noch die Weitsicht ausgebaut. So, das ist er. Der Stufe 9er, ich würde sagen, wir fahren mal zwei entspannte Runden mit diesem jungen Freund und mit der schwachen Kanone und mit den schwachen Ketten. Und dann gucken wir mal, was die Kiste kann. Wenn ich jetzt keine vernünftige Runde zusammenbekomme, dann gibt es zwei entspannte Replays. Aber ich will es als erstes probieren, damit ich euch ein bisschen was hier, ne, präsentieren kann. Alles klar, bis gleich. So, erste Runde, Stufe 9 und Stufe 8 gegeneinander. Wir sind auf Berlin gelandet. Wir werden hier auf jeden Fall unsere wunderbaren 12 Grad Gunnabish ein bisschen einsetzen können. Und werden es gleich in die Mitte der Stadt stellen. Keine Artillerie und nur ein TD auf Stufe 10, auf Stufe 9. Das Objekt 263 im Gegnerteam und ein Stritzwagen 030. Ich denke mal, unseren Stritzwagen werden wir hier nicht irgendwo sehen. Und das 263 werden wir irgendwo in der Stadt erwischen, gehe ich mal von aus. Also, er ist zwar immer noch recht hoch, aber insgesamt kommt er mir trotzdem recht klein vor. Für einen schweren Panzer oder für einen schweren Panzer verlange ich eigentlich ein bisschen was anderes, aber ich will jetzt hier nicht kleinlich sein. Also ganz ehrlich, er ist auf jeden Fall ungewöhnlich, gilt aber für alle Schweden, machen wir uns jetzt vor. Wenn ich an die Gutes denke, wenn ich an Stritzwagen denke. Natürlich jetzt auch einen Kranwagen dann später. Das ist halt so. Jawohl, da kann man den ISM erstmal eine drücken. Wie gesagt, die Crew ist noch nicht besonders dolle, ne? Also ich gehe hier natürlich nicht auf. Also ich gehe hier natürlich schon auf, aber ich kriege hier. Die Seite darfst du mir nicht zeigen. Sehen wir es probiert. Das ist noch zu wenig. Da komme ich natürlich noch nicht durch. Da könnte ich durchkommen. Wie gesagt, könnte. So, ein bisschen zurückziehen. Ruhe nachladen. Die Jungs die Möglichkeit geben, sich ein bisschen zu sammeln. So wie sich das gehört. Da können wir schon langsam wieder nach oben fahren, einziehen. Na, hallo, wen haben wir denn da? Mal ab, natürlich. Kritischer Treffer da. Und da oben kommen wir wahrscheinlich durch. Boom. Jawohl. Also 738 Schaden aktuell. Wir haben den Panzer verloren und zwar unseren Aufklärer. Nicht unbedingt so wichtig, auch wenn wir hier eine freie Fläche haben. Einer versucht auf mich zu schießen, das ist sehr interessant. Da haben wir genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Der könnte allerdings mich auch durchschlagen, wenn er möchte. Zurück. Naja. Genau auf die Position wir fahren. Nochmal. Dankeschön. Kommt auch durch mit 434 Schaden. Direkt oben hier an meiner Kommandantenkuppel. Das ist übrigens ein Spot. Was für eine Überraschung. Aber die ist recht flach. Also man. Das war gerade eben, denke ich mal, eher ein Glückstreffer. Durchgekommen ist. Da könnte man durchschlagen, wenn er mir noch mal zeigt. Na komm, zeig's mir noch mal.
könnte ich durchkommen, oder? Hier raus, ne? Aber nix. Da komme ich tatsächlich durch. So, 2 zu 2 steht's. Wir müssen wieder unseren Clip nachladen, so wie sich das gehört. Hat sich genau richtig hingestellt, ja. Kommt bei mir nicht durch, ich habe allerdings bei ihm auch keine Chance drauf. Da oben ist der Weak Spot. An der Seite eine Möglichkeit? Nee. Ja, kann seine Weak Spots hervorragend verdecken, da habe ich keine Chance. Das komme ich nicht zu einem vernünftigen Schuss. So belauert man sich hier, ne? Fein Hulldown. Nix. Sichtsystem hat erwischt bei mir. Ich kann da mal Premium nehmen. Wenn wir gleich nachladen. Das hilft. 1400 Schaden aktuell, das ist nicht viel. 6 zu 3 sind wir vorne. Unten auf der freien Fläche läuft es recht gut. Hier oben in der Stadt noch nicht so prall. Unter anderem, weil ich hier die schwache Kanone habe. Also, wenn man sich darauf verlässt, dass jemand, der mit dem 9er Panzer reinkommt, auch die Top-Kanone drauf hat, dann ist es ganz gern mal ein bisschen schief. Also, wie in dem Fall, ja. Da kommen wir durch. Da jemand Zeit, der VK100 müsste das jetzt wahrscheinlich gleich regeln. Wir haben noch zwei Schuss. Wir könnten damit hier einen von den Panzer rausnehmen. Sobald. Da kommen wir nicht durch. Das ist natürlich blöd. Tja, ich lade nach. Schön, wenn die Jungs nicht wissen. Wann zum Nachladen ist für mich. Gleich ist durch. Also raus. So, wo ist der junge Freund hier unten? Zwei Bilder. Jetzt erwartest du zumindest mal einen Schuss einbringen. Boah, 277, was für ein Low Roll. 2500 Schaden haben wir gemacht, aber es hat nicht gereicht. Wir verlieren hier tatsächlich in der Stadt noch diesen einen Panzer. VK kommt jetzt von hinten, Digga. Da werde ich mir trotzdem vorher noch den jungen Freund da holen. Der wird mir noch ordentlich eine einschenken, denke ich mal. Ja. Dafür geht er natürlich dann raus. So. Der Perke damit ist er noch nicht gezogen. Das werde ich mir auch gleich mal sparen. Da können wir überall noch ein bisschen Plus machen eventuell. Und wir laden mal nach. Natürlich mit Premium-Munition. Um das Ganze sicher zu machen. Obwohl, was ist noch offen? 777. Ja, ich habe ich lieber Premium-Munition. Bin ja nicht so der Premium-Fan, das wisst ihr selber. Der steht da hinten. Ach, echt jetzt? Wir hatten den da hinten hingestellt. Gibt's ja nicht. Den werden sich, glaube ich, die anderen da krallen. Wird gerade aufgeteilt wie ein Kuchen. Und irgendwo ist noch ein TD übrig. Stutzwagen ist eins. Ebenfalls da hinten. Was ist denn los mit euch, Leute? Alle warten in der zweiten Reihe. Hey. Diese feige Spielweise, die geht mir sowieso noch auf den Keks. Aber ich denke mal, dass das Objekt 777 da hinten AFK gewesen ist und das ist der Grund, warum wir hier gerade mit 15 zu 4 gewonnen haben. Also 2790 Schaden haben wir gemacht, 1490 Schaden geblockt und ein bisschen HP haben wir natürlich auch verloren, 590 aufgeklärt. Keine so üble Runde. Wir haben auch gleich eins von diesen 5-fach XP da investieren. Ein Zweier ist das Ganze gewesen. Haben auch gleich die ersten drei Tagesaufträge gelöst. Ja, bin immer auf Platz 3, ist okay, können wir auf jeden Fall machen. 83.000 plus
Ja, weil der erste die Tagesaufträge und der erste Tagessieg und so weiter, das bringt natürlich ein bisschen was extra, das ist klar. Können wir schon irgendwas hier davon erforschen? Nö, können wir nicht. Sagen wir, hängen gleich noch die zweite Runde hinten dran. Ich hoffe, dass die halbwegs vernünftig ist, deswegen drücke ich jetzt hier nicht großartig auf Pause, sondern wir hängen die gleich einmal hinten dran, wie sich das gehört. Voller Mut. Wahrscheinlich geht es jetzt gegen 10er und wahrscheinlich geht es jetzt gegen 279 und Chieftain und hast du nicht gesehen. Könnte ich wetten. Könnte ich wetten. Nein, gegen 9er und 8er. Wir fahren gleich direkt in die Stadt. Wir müssen verteidigen. Natürlich wäre es natürlich besser, sich ein bisschen zurückzuhalten. Nee. Nee, die Keule kann nicht anders. Der Mut, ne? Mit dem Mut der Verzweiflung geht's nach vorne. So wie ihr das von mir gewöhnt seid. E75 noch nicht im Rennen. Ich hoffe, der kommt gleich noch. Da ist er. Emil 1 noch nicht im Rennen. Die Gegnerteams sind alle da, außer die Badger 12 dann. Okay, wenn die keinen Aufklärer haben, ist nicht so schlimm. Da ist sie. Okay. Okay, alle sind da. Das ist wunderbar. Ich fahre ja einmal gerade durch. Ich hoffe, dass ich von der linken Seite nicht so schnell geschossen werde. Aber ich muss den irgendwo in die Stadt stellen, es geht nicht anders. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann ich offen bin. Natürlich alle schneller als ich. Im Medium sehe ich das ein, bei schweren Panzern, ja okay. Gibt es halt auch welche, die ein bisschen flotter sind. Hier absolut unnütz, Digga. Fahren wir hier rein. Da noch eine Kette gezogen und Schaden gemacht. Kannst du nach vorne fahren? Ich fahre nach hinten. Jetzt machen wir ein bisschen Druck. Ich bin auf 431 Runde geschossen, habe 1015 Schaden gemacht, also da alle drei Schüsse angebracht. Das ist schon nicht so schlecht. Auf der 1-2-3er Linie haben wir nichts, gar nichts. Ein Leopard PTA und ein LP432, das ist an Lächerlichkeit kaum zu überwinden. Aber was soll man machen? Mal raus. Papi hat was ganz Lustiges für dich. Das Problem ist, Leute, ihr müsst Druck machen, nicht wir. Wir müssen wirklich nur verteidigen. Ich werde ganz sicher nichts mehr riskieren. Lass mich nach vorne. Durchgedrückt, Panda 2 offen. Wo kommt der her? Da hast du oben links. Blitz 1, 1 zu 1. So ein bisschen die Position halten, das ist ganz wichtig. Kommen wir durch. Wir legen mal einen neuen Clip nach. Warum machen wir das?
oder mit dem dritten Schuss rechnet. Er kann auch hier so fahren, als würde er jetzt als nächstes den dritten Schuss kassieren. Also wir fahren hier mit 1:7, 2:7, brauchen wir glaube ich keine Hoffnung haben, dass wir irgendwie in einer Art und Weise noch irgendwie gewinnen können. Das Ding ist glaube ich durch. Chance. Alle wissen ganz genau, was wir da machen. Das sieht man. Wir sind da mit 2:9 braucht man glaube ich nicht groß drüber reden. Aber wenn so Emil 1 zum Beispiel hinten wartet, diese Panzer nicht wissen, was sie machen sollen. Eine komplette Seite, die 1er, 2er, 3er Linie und 4er Linie offen gelassen wird, dann brauchen wir uns glaube ich nicht wundern. Also ich wundere mich sowieso nicht. Und es ist mir schon vollkommen klar, warum wir hier verlieren. UDES 14.5 steht hier. Unnütz. Wenn wir nachher mal die Fahrzeuge zählen, die ohne Schaden geblieben sind oder die nur einen einzigen Schuss angebracht haben, das dürften schon ein paar sein. Ich schätze mal so 5 Fahrzeuge mit 0 Schaden. Sagen wir mal 8 Fahrzeuge mit 0 Schaden oder nur mit einem einzigen Treffer. Sowas um den Dreh. Wir müssen das ganz kurz machen, es geht nicht anders, um euch mal zu zeigen. Für die, die ja noch nicht so lange spielen, wie es da aussieht. Gibt es ja schon den einen oder anderen, der mir da zuschaut. Wird gleich 4:15 werden. Jo. In dem sind gleich auseinander. Also, mal schauen, wer hier was geleistet hat. Wie gesagt, die Gefechtsergebnisse kann natürlich jeder ganz offiziell einsehen. Von daher ist das hier nichts Schlimmes, was ich mache. Indem ich euch zeige, wer unbedingt auf die Kacke hauen will und keine Ahnung hat. Ich gehöre übrigens selber dazu, dass ich nicht unbedingt der Beste bin. Auch wenn ich hier gerade der Beste bin. Also wir haben hier einen Emil 1 und einen T69, die keinen Schuss angebracht haben. Den T10, der hat, ich schätze mal, 2 angebracht. 3, 6 Schüsse abgegeben, 3 haben getroffen, 2 haben erschlagen. Also 2. Leopard PTA, 1 Schuss angebracht. Ja, T54, keinen Schaden gemacht. Objekt 777, 5 Schüsse angebracht, 1 Durchschlag. Das war ein ordentlicher High Roll. Also so ungefähr sieht es aus. Ja. Leute, brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist, will ich sagen, Standard, aber zumindest ist es, sagen wir mal, recht üblich. Es ist recht üblich. Ich fahre eine dritte Runde hinten ran. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen was Vernünftiges bei rumkommt. Und das soll es dann auch für heute gewesen sein. Es geht gegen 10er. Ja, toll. Da werden wir gleich mal Premium-Munition laden. Hier ist 7. Ja, da werden wir auf jeden Fall Premium brauchen. Und die werden wir auf jeden Fall in der Stadt treffen. Die Conquera, ein TNH. Löwe, boah, okay. Da war das ordentlich böses Metall in der Stadt. Das haben wir, ein 277. Jo. Auch ein TNH. Ein Defender, sehr gut. Und ein ES3. Vielleicht noch der eine oder andere Medium mitfahren, eventuell. Ansonsten sind wir da auf unserer Seite und auf Gegnerseite mit 5 schweren Panzern in der Stadt. Also 10er gegen 8er, natürlich wieder, ja. Alles andere als lustig, aber was soll man machen? Es geht nicht anders. So, Flügel. 2 Aufklärer müssten normalerweise reichen. Der eine ist auf Stufe. Ne, beide auf Stufe 8, okay. Ein EBR und ein M41 im Gegnerteam. T92 und ein LG90 im eigenen. Keine Arti. Sehr gut. Die Jungs dabei geblieben. Artillerie sollte begrenzt werden auf 1, reicht vollkommen aus. Braucht nicht mehr Arti. M60 fährt da hinten sehr offensiv raus. Wenn sie den gleich auseinandernehmen, da wäre auf jeden Fall schon mal Grundstein dafür gelegt, dass wir das Ding hier gewinnen könnten. Kann sich da zwar recht gut verstecken. Aber nichts zu bedeuten. Quera wartet hinten. Das heißt, wir können hier erstmal eine vernünftige Position gleich einnehmen.
1965 tatsächlich raus, verlieren als allererstes einen 10er Panzer. Und wir haben natürlich als erstes einen Aufklärer verloren, T-92. Aber das muss man. Das Ding muss man erstmal so machen. Treffer. Kommen wir nicht durch. Da kommen wir wenigstens mit einem Schuss durch. Heidewitzka. Der wird trotzdem gleich zusammengeschossen. Chancenlos. Stellt zumindest sein Fahrzeug noch, dass da hinten der IS-7 gleich ein vernünftiges Wrack hat. Also das ist alles andere als lustig. Interessant, wie der auf einmal eingeschossen kam. Und ordentlich runtergeschossen hat er trotzdem. Drin. 3:3. Warum fährt der Defender eigentlich auf die freie Fläche raus? Boah. Das kann mir keiner erklären. Das würde auch keiner probieren, weil es einfach nichts bringt. DNA. Ja, also, wir werden die Stadt wahrscheinlich verlieren. Unter anderem, weil hier ein Defender fehlt. Keine Ahnung, was der auf der freien Fläche draußen soll. Was bei den IS-7 als erstes? EBR kann da durchdrücken. Keine Chance, wenn ein schwerer Panzer in der Mitte fehlt und eine IS-3 hinten war, das kommt ja noch dazu. Oh Gott, Alter! Also es tut mir leid für diese wirklich schwache Runde. Und selbstverständlich liegt es immer an mir. Natürlich, ich will hier niemandem die Schuld geben. Ich will auch nicht sagen, dass jetzt hier ein schwerer Panzer, der immer noch Full Life ist, eigentlich in die Stadt hätte fahren sollen. Gegen die anderen schweren Panzer. Aber dass wir da jetzt gerade eben verloren haben, das würde ich auf jeden Fall mit auf die Schuld schieben. Von diesen Vollidioten, von diesen feigen, ich will nicht sagen feige Fotze, aber das ist leider so. Traurig, aber wahr. Das sind leider genau das. So, CS-52 Elias kann gleich machen, was er will. Mit der IS-3 auf jeden Fall. Und dass die da hinten fährt, hat schon einen Grund. Der Rest kommt gleich nach, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Du triffst schon auf deine schweren Panzer. Warum fährst du raus, wenn du dann nicht schießt, Alter? Boah. Warte, bis die anderen da sind. Das ist eine gute Idee. Das ist eine, da siehst du, da fallen schon die ersten Bäume um. Ah, fix. Musst du gleich nicht alleine sterben. Also wenn wir das hier verlieren, wenn wir das hier gewinnen, haben wir es auf keinen Fall verdient. Punkt aus. Haben wir nicht verdient. Und quer aus noch Full Life. Also das Ganze soll natürlich hier kein Gameplay-Video werden, sondern es geht. Sollte eigentlich um den Emil 2 gehen. Aber was soll ich machen? Braucht sich nicht jedes Mal blicken lassen. Daneben geschossen. Okay. Auf die Entfernung. Ist mir auch schon passiert. Kann man im IS-3 auf jeden Fall mal machen. Jetzt müssen die anderen ein bisschen nachdrücken. Leider fehlt uns jetzt hier wirklich gute Panzerung. Die werden sich gleich auseinandernehmen. Ja, genau. Ein Löwe mit über 90 Tonnen. Da ist der LIS. Keiner nimmt ihn raus. Alter, das haben wir echt nicht verdient, dass wir hier tatsächlich noch mit 10:9 vorn liegen. Wirklich nicht.
Die anderen schweren Panzer sind da drüben in die Flanke gefahren. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, der Fender hat alles richtig gemacht, weil er noch am Leben ist. Allerdings hätte man mit Sicherheit die Stadt halten können, wenn er mit in die Stadt gefahren wäre. Wir hätten nicht ein Objekt 277 verloren. Und meine Wenigkeit, beziehungsweise meine Heiligkeit. Ach, ist jedes Mal extrem nervig. So, ein TD war noch gar nicht offen da. Der ist Tritzwagen 103B. Ich glaube auch nicht, dass von denen jetzt in irgendeiner Art und Weise Aktionismus ausgeht. Also ich glaube, die werden jetzt hier das Ganze irgendwie runterfahren. Ah, da drüben ist das Tritzi. Mal sehen, wer bei dem Schuss da liegt. TNA. Das weh. Und noch eine hinterher hat eine Zweischuss-Autoloader-Kanone, ne? Mit bösen, bösen Alpha-Schaden. STB-1 fährt in die Flanke. Dem werden wir ein bisschen folgen. Auch über 1000 HP. Irgendjemand müsste da drüben mal die Tschechen aufmachen, den TNH und den Skoda. Da drüben ist er. Gib ihm. Werfer. Jetzt hoffe ich, dass wir ein bisschen DPM sehen. Der lädt wirklich schnell nach. Abgeprallt. Ja, das werden wir verlieren. Also wenn hier nicht der SDB1 wirklich eine absolute Bombenleistung abliefert, dann werden wir hier das Ding wahrscheinlich abnehmen. Chimäre werden wir gleich verlieren. Da rein. Angezündet auch. Brutzel, brutzel. Rausfahren und im Schnelldurchgang erledigen. Jetzt sind wir offen. Ist okay. Wunderbar. Also der STB1 weiß genau, was er zu tun hat. 3 Kills. Ist ein echtes Glück aktuell, wo wir den hier haben. Oder T56 ist noch One-Shot und danach geht es gegen den Stritzwagen 103B. Müsste normalerweise drin sein, sonst sind irgendwie Krallen. Denn das Gelände gibt es normalerweise hier. Sehr spannend geworden. Stritzwagen 103B ist drin im Cap, das heißt, wir können direkt in den Nahkampf mit dem Skoda T56 gehen. So. Oh, wir sind getroffen. Wir werden gleich raus sein. Da sind wir gleich raus. Ja. 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 Keine Chance. Die beiden haben super zusammengearbeitet. Sind wir ein bisschen zu offensiv gewesen. Ich wäre wahrscheinlich noch offensiver gewesen und deswegen noch früher gestorben. Das soll es aber auch wirklich gewesen sein für heute. Hat mir gereicht. Gerade eben schon. Stadt hätten wir nicht verlieren müssen. Finde ich zumindest. In puncto Panzer waren wir da, glaube ich, ungefähr auf gleichem Niveau. Auch hier wieder 3 Panzer ohne Schaden, unter anderem ein Waffenträger auf Panzer 4. Leute, hat er überhaupt einen Schuss abgegeben? 2. Einer hat einen Abpraller verursacht. Ein T-44-100 mit 3 abgegebenen Schüssen hat nicht mehr getroffen. T-92, von dem verlange ich gar nicht, dass er Schaden macht oder in irgendeiner Art und Weise durchdrückt. Bei mir genau dasselbe. 5 Schüsse abgegeben, 4 haben getroffen, 2 haben durchschlagen. Es ist natürlich zu schwach, aber wir waren in der Stadt einfach zu schlecht aufgestellt. Defender mit 12 Schüssen, 6 getroffen, 6 zerschlagen. Das kommt davon, wenn man mit einem so ungenauen Panzer auf freier Fläche spielt. Ja, also ich würde natürlich auch in dem Fall wieder die ganze Schuld auf mich nehmen. Einfach mal, weil es sich so gehört. Im Großen und Ganzen ist der Emil 2 trotzdem ein recht passabler Panzer. Einer auf jeden Fall, den ich mir behalten werde. Und ich werde für den Kranwagen eine extra Crew hochziehen. Und den hier auf jeden Fall bei mir im Repertoire behalten. Emil 1 behalte ich nicht. Da finde ich nicht so prall. Ja, so wird es laufen. Das soll es von mir erstmal gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, Leute, wie immer draufklicken, Like da lassen und natürlich ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder.
Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut.